Du hast es nicht, aber für die meisten ist Skype ein Synonym für Videotelefonie und Videochat, leider. Ja, ich begrüße Sie mal alle recht herzlich hier, dass doch einige trotz des schönen Wetters Samstag früh ihren Weg hierher gefunden haben. Die meisten kennen mich, wer mich nicht kennt, mein Name ist Peter Busanic, ich bin beim Internetclub Burgenland, der hier Mitveranstalter der Eisenstädter Linux-Wochen ist. Und mit zwei Kollegen betreibe ich eine eigene EDV-Firma, wo wir teilweise mit Open Source, teilweise aber auch mit anderen Tools arbeiten. Ja, mein Thema ist heute Real-Time Communication, zwar Real-Time Communication mit freier Software. Untertitel, es muss nicht immer Skype sein, sogar in der Ankündigung ist dieses Wort schon gefallen. Ja, erst einmal die Frage, Echtzeitkommunikation oder Real-Time Communication, was ist denn das überhaupt? Im Prinzip gibt es das schon, seit es Menschen gibt. Also Sprechen ist die ursprünglichste Form der Echtzeitkommunikation. Ich sage etwas und jemand, der in Hörweite sitzt oder mehrere, die in Hörweite sitzen, empfangen diese Nachricht sofort. Und in die andere Richtung auch. Also klassische Echtzeitkommunikation. Ja, dann später ist das etwas modernisiert worden. Da wurde das Telefon erfunden, da gab es die Echtzeitkommunikation auch für Menschen, die außerhalb der Hörweite sind. Also da konnte man schon über die ganze Welt Sprachnachrichten über das Telefon austauschen. Zuerst mit den POTS, mit dem Plain Old Telephone System, was im Prinzip einfach nur analoge Sprachübertragung über Kupferkabel gewesen ist. Ja, und später dann Mobiltelefonie, zum Beispiel über GSM. Ja, und dann kam die große Zeitenwende, das Internetzeitalter hat begonnen und es kamen dann neue Formen der Echtzeitkommunikation auf mit diesem Internet. Stichwort Voice over IP, werden auch schon die meisten gehört haben, im Prinzip ist Voice over IP nichts anderes als Telefonieren, nur dass die Sprache halt nicht analog über irgendwelche Drähte übertragen wird, sondern eben in IP-Pakete verpackt wird und dann meist über UDP übers Internet verschickt werden. Ja, weitere Form der Echtzeitkommunikation im Internet ist das Chatten. Was den meisten dazu gleich einfallen wird, sind Begriffe wie IRC, ICQ oder Jabber. Chat ist im Prinzip nichts anderes als Übertragung von reinen Textnachrichten über das Internet. Textnachrichten, die sofort nach dem Absenden vom Gegenüber gelesen werden und beantwortet werden können. Also auch hier die Echtzeitkommunikation. Ja, und letztlich auch noch Videokonferenzen. Videokonferenzen oder Videotelefonie, im Prinzip dasselbe wie Internettelefonie, nur dass halt außer Ton auch noch Bildinformationen übertragen werden. Ja, Voice over IP. Gibt es da also im Prinzip die IP-Telefonie, wie schon gesagt, das ist normale Telefonverbindungen, nur dass halt nicht das Telefonsystem verwendet wird, sondern das Internet als Übertragungsmedium. Der Vorreiter in der breiten Masse, also der diese Internet-Telefonie quasi zu den Massen, wenn man so sagen kann, gebracht hat, war Skype. Dieser Name wird uns ja noch einige Male begegnen. Wir wissen, dass Skype ein proprietärer Dienst, proprietärer Software, proprietäre Protokolle. Es gibt aber nicht nur Skype. Zwar, wenn man jetzt da hinausgehen würde und irgendjemanden, der zufällig vorbeigehen würde, fragen würde, Internettelefonie, was ist das? Würde der mit höchster Wahrscheinlichkeit sagen, ja, das ist Skype, Internettelefonie. Aber Internettelefonie ist nicht nur Skype, es gibt auch offene Protokolle. Zum Beispiel gibt es hier das Session Initiation Protocol, SIP, das ist bereits Ende des letzten Jahrhunderts, 1999, spezifiziert worden und es ist halt im Gegensatz dazu, was Skype verwendet, ein offener Standard. Ja, die meisten Anbieter Voice over IP verwenden dieses Protokoll, das heißt nicht, dass es die meisten Benutzer verwenden, weil eben die meisten Benutzer halt leider alle Skype-Benutzer sind, aber die meisten Anbieter verwenden es und manche deuten es sogar in ihrem Namen an, da gibt es zum Beispiel SIPgate, das es jetzt in Österreich nicht mehr gibt, aber in Deutschland gibt es noch. Und ja, da ist
eben schon im Namen angedeutet, dass es ein Voice-over-IP-Anbieter ist, der SIP unterstützt, SIP verwendet. Und es gibt auch sehr viel Hardware und Software, auch freie Software für SIP. Man kann zum Beispiel SIP-Telefone kaufen. Wenn man irgendwo einen SIP-Account hat, kann man dieses Telefon einfach quasi ans Netzwerk anstecken, ans Internet anstecken und seine Credentials, seine Username-Passwort und Server-Einstellungen dort einstellt und man kann quasi sofort mit diesem Telefon Voice-over-IP betreiben, so als wäre es ein ganz normales Telefon, das am Telefonnetz hängt. Ja, der nächste Bereich, den ich angesprochen habe, Chat. Vielen sicher hier auch ein Begriff, der Internet Relay Chat. Das ist sogar schon sehr früh erfunden worden. 1988 ist das spezifiziert worden, Internet Relay Chat. Vorher gab es den Relay Chat, der auch über Netzwerke gegangen ist, aber nicht über TCP/IP. Und das hat man dann angepasst, auf TCP/IP portiert und den Relay-Chat in Internet-Relay-Chat benannt. Es ist ein rein textbasiertes Protokoll, also es gibt jetzt Erweiterungen, wo auch Binärdateien übertragen werden können, aber im Prinzip ist IRC ein rein textbasiertes Protokoll. Schaut also so aus, dass ich eine Textzeile schreibe, abschicke und meine Kommunikationspartner mehr oder weniger im selben Augenblick diese Textzeile zu lesen bekommen. Ja, das IRC ist aufgeteilt in verschiedene oder teilt sich in verschiedene Netzwerke. Also, wenn man jetzt einen IRC-Server installiert, hängt man meistens in eins von diesen Netzwerken, zum Beispiel Freenet ist ein Netzwerk. Und Benutzer, die auf irgendeinem beliebigen Server eines Netzwerks hängen, können mit allen anderen Benutzern in diesem Netzwerk kommunizieren, auch wenn diese auf einem anderen Server eingeloggt sind, im selben Netzwerk. Ja, und weiters teilen sich diese Netzwerke dann in Chatrooms auf, die in der IRC-Terminologie Channels heißen. Es wäre natürlich nicht handelbar, wenn jetzt 5000 User auf einem Server sind oder in einem Netzwerk sind und man sieht, was diese 5000 User eintippen, alles gleichzeitig am Bildschirm. Das macht natürlich keinen Sinn, darum ist das eingeteilt in diese Chatrooms, diese Channels. Je nach, für fast jedes Interessensgebiet, jede Software, alles Mögliche gibt es spezielle Channels, Chatrooms, wo sich interessierte Leute eben treffen und über dieses Thema chatten. Ne? Also wenn ich jetzt in so einen Channel was reinposte, dann sehen das alle, die gerade in diesem Channel eingeloggt sind, in diesem Moment eben diese Nachricht. Ja, was gibt es noch im Bereich Chat? Die Webchats, die waren vor allem damals sehr, sehr beliebt, als das Internet seinen großen Siegeszug in der breiten Masse angetreten hat, in den 90er Jahren. Wir vom Internet Club haben damals im Jugendzentrum in Eisenstadt einen öffentlichen Surfraum betrieben mit 10 Terminals, die den Jugendlichen zur Verfügung gestanden sind. Und wenn man so nach Schulschluss da reingegangen ist, dann konnte man sich sicher sein, dass von den 10 Rechnern 8 oder 9 mit dem Ö3-Chat da gelaufen sind. Und die Jugendlichen sind dort gesessen, haben 4, 5, 6 verschiedene Chatrooms da offen gehabt und waren permanent nur am Tippen. Ich weiß nicht, wie beliebt Webchats heute noch sind. Wir haben das Jugendzentrum nicht mehr und deswegen nicht mehr so den Zugang zur Jugend. Also ich kann nicht sagen, ob das heutzutage immer noch, ob dieser Boom angehalten hat oder ob das vorbei ist. Aber damals war das jedenfalls der große Renner, Ö3-Chat. Das war quasi die Killer-Applikation damals. Ja, und dann gibt es noch spezielle Dienste, die Chat anbieten, die in dem Fall der Vorreiter in dieser breiten Masse waren. ICQ, IM, der Dienst von AOL, der große Star des Dotcom-Booms und MSDN von Microsoft. Ja, sind im Prinzip 3 proprietäre Dienste, die auch proprietäre Protokolle verwendet haben, aber halt wieder mal waren halt leider die proprietären Dienste die großen Vorreiter, die einen Service, einen Dienst
quasi unter die breite, große Masse gebracht haben. Das heißt aber nicht, dass es nur diese proprietären Protokolle gibt. Ich habe vor einigen Jahren hier selbst einen Vortrag über JEPA gehalten. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern. 1999 ist dieses Protokoll veröffentlicht worden unter dem Namen JEPA. 5 Jahre später ist es dann standardisiert worden, 2004. Aber wie es halt so ist, wenn etwas standardisiert wird, dann darf es nicht mehr so einen kurzen, prägnanten Namen haben wie JEPA, sondern dann muss es Extensible Messaging and Presence Protocol heißen, weil ja, sonst würde sich das ja jeder merken. Das ist eines Standards nicht würdig anscheinend. Hat außerdem noch den netten, unter Anführungszeichen, Nebeneffekt, dass wenn ein nicht sehr technikaffiner User einen JEPA-Account hat, den er vielleicht wer anders eingerichtet hat, und dann JET-Software wie Pidgin installiert, dann keine Ahnung hat, wie er seinen JEPA-Account dort installiert, weil dort gibt es eine ganze Liste von auszuwählenden Protokollen, ICQ, IM, Badu und was immer, aber JEPA gibt es nicht zum Auswählen, weil da gibt es halt nur XMPP. Und ja, wenn der dann einen guten Bekannten hat, der sich auskennt und den anruft, JEPA gibt es nicht, dann muss man dem halt sagen, ja, du musst XMPP, wie? XMPP, ja, dann findet er das vielleicht, ja, und ja, aber gut, ist es halt so. Gut, was ganz kurz nur über XMPP, es ist ein offenes Protokoll, ein dezentrales Protokoll. Was heißt dezentral? Es gibt, es ist vergleichbar mit dem E-Mail-System. Es kann jeder seinen eigenen Server betreiben und auf diesem Server eben einen Account haben. Da kann man mit anderen Usern problemlos chatten, die ebenfalls auf diesem Server einen Account haben. Wenn man mit jemand anderen chatten will, der auf einem anderen Server einen Account hat, dann redet man auch direkt mit seinem eigenen Server und dieser Server tauscht dann diese Nachricht mit dem Server des Gegenübers aus, also wo der seinen Account hat. Im Prinzip macht E-Mail, das E-Mail-System genau dasselbe, also das gleiche Prinzip. Ja, die Nachrichten basieren auf einem XML-Format, das war auch damals so um die Jahrtausendwende der große XML-Hype. Viele kritisieren ja, dass das Protokoll, dieses XML-Format ziemlich verschwenderisch mit Ressourcen umgeht, also dass das große JEPA-Server unnötig viel Netzwerk-Traffic haben. Wenn man jetzt eine Nachricht abschickt, wo im Prinzip nur OK drinsteht, schickt der Server dann so eine Textnachricht dorthin im schön formatierten XML-Format. Aber gut, es ist halt einmal so. Klein, das ist kein Problem. Die Serverbetreiber müssen halt schauen, wie sie mit der Netzwerkload fertig werden. Ja, man kann einen eigenen Server betreiben, wie ich schon gesagt habe. Den kann man quasi zugänglich machen für andere JEPA-Server und ihn damit ins große JEPA-Netz hängen, damit ich mit jedem beliebigen anderen User, der einen JEPA-Account auf irgendeinem anderen Server hat, kommunizieren kann. Oder ich kann ihn isoliert betreiben. Großer Vorteil für Firmen, die um Vertraulichkeit bemüht sind. Ich kann einen Firmen-JEPA-Server aufsetzen, wo sich die Leute einloggen können in der Firma oder über VPN von daheim. Und aber von außen kommt keiner zu diesem JEPA-Server dazu. Also ich kann so vertrauliche, verschlüsselte, sichere Kommunikation innerhalb des Unternehmens sicherstellen. Ja, es gibt über 1 Milliarde Benutzer von XMPP, das überrascht jetzt vielleicht. Aber man sieht dann unten gleich, woher diese Benutzer kommen. Der Facebook-Chat verwendet XMPP. Also man kann zum Beispiel in Pidgin einstellen, dass man seinen Facebook-Account, dort kann man einstellen diesen Facebook-Server und sein Name, Passwort für Facebook und kann den Facebook-Chat eben auch über Pidgin betreiben, mit den anderen kommunizieren. Also man braucht nicht die Facebook-Seite aufmachen. Und ja, Google Talk verwendet XMPP und natürlich JEPA. Welches Netzwerk jetzt die meisten von diesen 1 Milliarde Benutzer zu den XMPP-Benutzern beiträgt, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, sondern weitergehen zu den Videokonferenzen. Ja,
Eine Unterart der Videokonferenzen ist die Videotelefonie. Das ist im Prinzip eine Konferenz mit zwei Teilnehmern. Das ist eben wie ein Telefongespräch, nur dass zusätzlich auch noch Videodaten übertragen werden. Dafür gab es schon vor dem Internet erste Ansätze, dass man eben versucht hat, über die Telefonleitung irgendwie diese Videodaten zu übertragen. Aber richtig durchgesetzt hat sich das nicht. Das war technisch schwierig, teuer und hat auch nicht so richtig funktioniert. In letzter Zeit entdecken die Mobilfunkanbieter Videotelefonie für sich, weil sie da eine zusätzliche Einnahmequelle sehen. Ja. Denn heute hat jeder schon seinen 15-Euro-Vertrag, wo er 2000 Minuten und 1000 SMS frei dabei hat. Da ist nicht mehr viel zu verdienen für die Mobilfunkanbieter. Und dann, jedes moderne Telefon hat heute schon eine Kamera drin oder sogar zwei. Und da kann man auch noch Videotelefonie anbieten, was nicht in den Pauschaltarifen drinnen ist, und da zusätzlich noch Geld verdienen. Ja, und da begegnen uns letztlich wieder ein schon bekannter Name, Skype. Wieder mal was dieser Dienst, diese Firma, die Videokonferenzen oder Videotelefonie quasi im Internet an die breite Masse herangebracht wird. Wahrscheinlich wieder dasselbe, wenn wir da rausgehen und einen beliebigen Menschen, der vorbeigeht, fragen, wie macht man Videotelefonie, Videokonferenzen, wird dann der zu 95% sagen, das macht man mit Skype. Die sind halt wieder mal die schnellsten gewesen. Und aber wie wir wissen, Skype verwendet ein proprietäres Protokoll, völlig intransparent, was die Software wirklich tut. Die meisten haben ja gestern den Vortrag gesehen über die NSA von Thomas Bleier, der gemeint hat, wenn die NSA es nicht geschafft hat, mit seinen 600 Mitarbeitern den Heartbleed-Bug rechtzeitig oder noch früher zu entdecken, dann machen sie irgendwas falsch. Analog kann man sagen, wenn es diesen Leuten von der NSA nicht gelungen ist, Skype zu infiltrieren oder irgendwie zu hacken, auf jeden Fall abzuhören, dann machen die auch irgendwas sehr, sehr falsch. Ja, und was auch ein Argument gegen Skype für viele Leute ist, es ist halt im Eigentum eines Milliardenkonzerns. Ja, es gibt aber auch natürlich freie Protokolle für Videokonferenzen. Zu erwähnen wäre der Jingle, das ist eine Erweiterung fürs XMPP-Protokoll. Google Talk verwendet das, glaube ich, auch für seine Videoübertragungen, zumindest in einer abgewandelten Version, aber basierend auf Jingle. Ja, dann habe ich ja noch FaceTime erwähnt. FaceTime ist von Apple und sollte ein offener Standard werden. 2010 wurde das angekündigt, damals noch von Steve Jobs. Inzwischen gibt es Steve Jobs nicht mehr und den offenen Standard FaceTime gibt es auch noch nicht. Und ob das jemals sein wird, ob das jemals ein offener Standard wirklich werden wird, das weiß kein Mensch. Ja, und letztlich auch WebRTC, das derzeit in der Standardisierung beim W3C ist. Das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Was ist das überhaupt, dieses WebRTC? Das ist eine Technologie, die von Google gekauft wurde. Also Google hat da wieder mal eine Firma übernommen. Das machen sie ja regelmäßig ganz gern, wenn sie irgendwelche innovativen Firmen finden, werden die aufgekauft und verleiben sich die Produkte ein. Und darunter war auch WebRTC, was ursprünglich kein offener Standard war, ist dann aber von Google freigegeben worden. Ja, WebRTC ist direkt in den Browsern verankert, und zwar derzeit in den Browsern Firefox, Chrome und Opera. Ja, die meisten merken schon, da fehlen zwei große Namen, nämlich Safari und Internet Explorer. Die beiden unterstützen das nicht. Safari insofern schlecht, weil alle iPhones und iPads damit auch außen vor sind. Ja, und Microsoft hat einen Gegenentwurf zu WebRTC, das CURTC oder CURTC, und kocht damit seine eigene Suppe. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass, wenn es irgendwo einen offenen Standard gibt, Microsoft versucht, da
sein eigenes Süppchen zu kochen, seinen eigenen Gegenstandard durchzudrücken. Ob das so bleiben wird, dass nur diese drei Browser WebRTC unterstützen, weiß man eben auch nicht. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, ob Microsoft mit seinem CU-RTC irgendwas reißen wird. Ja, wie funktioniert das? Die Kommunikation erfolgt direkt von Browser zu Browser. Wie gesagt, es ist kein Plugin notwendig. Diese drei Browser unterstützen in aktuellen Versionen das WebRTC schon nativ. Also man braucht da nichts zusätzlich zu installieren. Es rennt auch nicht über einen Server, sondern in der Regel geht die Kommunikation direkt von Browser zu Browser. Einen Server braucht man nur für die Signalisierung. Ja. Also es müssen Daten ausgetauscht werden, IP-Adressen etc. von den beiden Browsern. Und dazu gibt es sogenannte Signaling-Server. Ja, funktioniert das jetzt? Wir sind hier auf der FH hinter einer Firewall. Ich will vielleicht mit jemandem kommunizieren, der zu Hause einen DSL-Anschluss hat und hinter einem NAT-Router sitzt. Das funktioniert nicht, weil ich kann von hier meinem Laptop den einfach nicht direkt kontaktieren, direkt mit dem Kontakt aufnehmen. Dazu gibt es Sachen, so etwas zu umgehen, solche NAT-Probleme. Das sind da dieses zwei Protokolle, die hier wesentlich sind, S-Tune und Turn. S-Tune ist im Prinzip ein Protokoll, damit ein hinter NAT sitzender Client herausfinden kann, welche öffentliche IP er hat und welchen Port, was er benutzen kann. Nutzt oft auch nichts, wenn eine restriktive Firewall da ist. Dann gibt es Turn-Server für die Fälle, wo dann gar nichts mehr funktioniert. Ein Turn-Server ist im Prinzip ein Proxy, ein Relay. Und in dem Fall, wenn ich einen Turn-Server zwischenschalte, dann geht die Kommunikation nicht mehr direkt peer-to-peer von Browser zu Browser, sondern wirklich über diesen Turn-Server. Also jeder der Clients kommuniziert mit dem Turn-Server und tauscht die Daten eben indirekt aus, wenn Firewalls NAT nichts mehr anderes zulassen. Ja, noch ein bisschen zur Technik von WebRTC. Es basiert auf HTML5. Da gibt es jetzt zum Beispiel dieses Videotag in HTML5, das da verwendet wird. Und sehr viel auf JavaScript. Ja, dann Jingle, das ist uns heute schon mal begegnet, dieses Protokoll. Auch dieses wird von WebRTC verwendet. Und dann ein Protokoll namens JSEB. JavaScript Session Establishment Protocol oder so ähnlich heißt es. Das sind eben die technischen Grundlagen von dem WebRTC. WebRTC unterstützt mehrere Codecs. Manche Codecs sind verpflichtend, die ein WebRTC-Client fix unterstützen muss. Und dann kann man eben noch zusätzliche Codecs als Hersteller implementieren. Google bevorzugt das VP8, glaube ich, heißt das Protokoll, was sie da jetzt vor kurzem freigegeben haben. Ja, die Kommunikation erfolgt verschlüsselt und es gibt bereits mehrere existierende Dienste, wo man das benutzen und ausprobieren kann, zum Beispiel Palava.tv oder vline.com und vline.com. So, jetzt haben wir aber genug Theorie. Schauen wir uns das mal ein bisschen in der Praxis an. So. Ja, WebRTC, wenn man so WebRTC-Dienst machen will, ist auch noch für sich relativ viel Programmierung. Wir haben ja gelesen, das ist JavaScript und HTML5. Da muss man viel mal umprogrammieren und viel ist quasi Programmierung, die immer wieder durchgeführt wird, immer wieder das Gleiche. Und bei solchen Aufgabenstellungen gibt es halt immer wieder nette Leute, die solche Aufgabenstellungen, Programmieraufgabenstellungen dann in Libraries, in Bibliotheken einbinden oder verbinden und diese dann frei zugänglich machen, die dann das Programmieren einer gewissen Sache eben vereinfachen. Für WebRTC gibt es da zum Beispiel EasyRTC. Das ist so eine Bibliothek.
die verschiedene JavaScript-Funktionen schon fertig zur Verfügung stellen, die man dann eben nicht mehr selber ausprogrammieren muss. Und ich werde jetzt versuchen, mal mit diesem EasyRTC hier auf meinem Laptop so einen Webchat-Dienst zu implementieren. RTC, EasyRTC, gibt es eine Open-Source-Variante, die man runterladen kann. Ich habe das schon getan. Da gibt es eine Variante, wo auch Beispieldateien dabei sind. Dann EasyRTC-Server, Example-Zip. Die habe ich schon vorher runtergeladen. So, und hier gibt es eine relativ gute Dokumentation unter Documentation und Server Installation, wie man zum Beispiel unter Ubuntu diesen Server installiert. Im Prinzip reicht es, die Sachen hier abzutippen und einmal so einzugeben. So, ich gehe da mal daher und mache das dann alles ein bisschen größer. Passt das so? So, du wieder halt einfach die Sachen da eingeben. Wir müssen mal Python Sachen installieren. So, gut, das ist bei mir schon drauf. So, dann wird Node.js installiert. Node.js wird vielleicht vielen nichts sagen. Das ist ein Webserver, der auf JavaScript basiert, also auf serverseitig JavaScript. Und der wird von EasyRTC verwendet als Signaling-Server. Da binden wir einfach jetzt ein Repository dafür ein. So, dann sagen wir apt-get-update, damit er sich vom Repository die ganzen Informationen holt. Und letztendlich installieren wir dann Node.js. Also man sieht bis jetzt keine Schwierigkeiten, nur Copy- und Paste-Aufgaben. Okay. Lasst uns da die Verbindung ein bisschen im Stich. Irgendwelche komischen Firewall-Regeln oder so gibt es da eh nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ja, jetzt geht es weiter. Ich habe da mal kurz eine Denkpause eingelegt. So, und letztlich installieren wir Node.js. Was aus diesem Repository kommt. So, was sagt er? Was sollen wir als nächstes machen? Ein Verzeichnis anlegen. Var Nodes, da wird dann unsere Applikation drin sein. Warte mal ein bisschen, bis das da installiert ist. Okay, habe ich auch schon. So, und darin ein Verzeichnis EasyRTC.p. So, jetzt haben wir ein Verzeichnis, wo unser Server hineinkommt. Ja, dann sagt er noch, man soll einen eigenen User dafür kreieren. Ist aus Sicherheitsgründen immer gut, wenn Server-Software unter einem eigenen User nennt. User-Ed im Node.
Gut, und dann sagt er uns CHO, ich mache das jetzt ein bisschen größer. Man soll halt schauen, dass dieses Verzeichnis, was man erstellt hat, diesem User gehört. Sagen wir einfach Change Owner, Node, War Node. So. So, letztendlich sagt er uns, wir sollen das Verzeichnis die ZIP-Datei mit dem Example da runterladen. Wie gesagt, habe ich schon gemacht. Und dort in dieses VAR-Nodes-EasyRTC hineinpacken. Wir gehen jetzt mal rein. Und sagen ANZIP. Ein Root-Ordner. ESRTC-Sample-ZIP. So, der entpackt das. Und wir sehen, wir haben da gleich ein paar schöne Dateien bekommen. Jetzt schauen wir wieder, dass diese Dateien dem richtigen User gehören. So, und dann rufen wir einen Befehl auf, npm install. Was ist npm? npm ist von Node.js, dieser so ein Paketmanager. Ja, wird es da nicht näher auf Node.js eingehen, wen das interessiert, der kann sich da im Internet weiterhin informieren. Wir nehmen das mal so zur Kenntnis, dass man das jetzt so eingibt einmal. Und er installiert jetzt dieses herunterladende Paket in dem Node.js-Server. So, im Prinzip war das für Ubuntu schon die Installation. Also man sieht, wir haben da nicht viel mehr machen müssen als Copy und Paste aus der Dokumentation. Das ist leider auch keine Selbstverständlichkeit bei Open Source Software, dass alles so gut dokumentiert ist, dass man es praktisch nur aus der Dokumentation abtippen oder kopieren muss. Darum sei das jetzt mal positiv erwähnt hier. So, und dann können wir schon zum Punkt kommen, Running the Server. Schauen wir, ob der schon fertig ist. Jawohl. Und wir können jetzt eintippen, Node Server.js. So, der sagt mir Starting Server. Gut. Ich weiter und im Prinzip kann ich jetzt auch schon schauen. Dann alles Terminal aufmache. Hoppla. Ich schau mal, was da für Boards jetzt aufgegangen sind. Jetzt wieder kurz einmal ein bisschen kleiner, damit man da rechts auch die Programme sieht. Jetzt bin ja nicht das Root drin, jetzt sehe ich das nicht. So, und ich sehe da ist der Node-Prozess und der hat mir auf 8080 einen Port aufgemacht. Da kann ich jetzt mit dem Browser hingehen. Und ich schaue noch einmal, was meine IP-Adresse ist. Das mache ich jetzt da mal auf. Port 8080. Und siehe da, you have installed EasyRTC. Also, es hat offenbar funktioniert. Und da gibt es auch schon einen schönen Link auf eine Demo-Page, wo verschiedene Demos zu sehen sind. Da kann man jetzt zum Beispiel diesen
diese Multiparty-Chatroom-Demo anklicken. Und da macht dann schon was auf. Da steht also jetzt eine Frage. Er möchte Zugriff auf Kamera und Mikrofon haben. Und das müssen wir ihm natürlich genehmigen. Und siehe da, ich bin schon zu sehen. So, wenn jetzt jemand mitmachen möchte und einmal die gleiche URL da oben eintippt, mal schauen, ob ich da jemanden anderen zu sehen kriege. Sieht man, ist die groß genug, die URL oben? Weil wenn ich das größer mache, wird nur der untere Bereich größer. 192, 168, 90, 70, Doppelpunkt 80, 80. Oder 92, 168, 90, 70. Port 80, 80 und dann auf Demo-Seiten und Multi-Party-Chat-Demo. Du hängst den fest im Kabel-LAN, oder? Ah, ist das ein anderes LAN? Das kann sein, dass man aus dem Gäste-WLAN nicht in dieses LAN kann. Ah, okay. Na, aber ihr seid alle im WLAN, also vielleicht könnt ihr euch gegenseitig sehen. Probiert es trotzdem einmal. Ach so, ja. Ah, das ist, aber ich probiere mal was. Ich gehe mal da ins WLAN rein. So, ich mache das einmal zu. Klemme mich da vom Netzwerk ab. Ja. Die werden wir auch herausfinden. So. FH-Gest. So. Thomas. 10, 129, 059. Und Multiparty Chatroom Demo. Nein, ich bin jetzt da drin. Nein, ich bin aber über 059, nicht über Localhost, sondern kommt keine Verbindung zustande? Ist das WLAN vielleicht auf Peer-to-Peer-Sperre? Keine Ahnung. Ich verwende es ja selten. Ja, schade, aber probieren wir was anderes, nicht unseren eigenen Dings, sondern probieren wir. Ich habe selbst was installiert zum Testen im Internet-Loop: Videochat ICBRT. Ja. Ja, dann probieren wir es gleich nochmal. So, das war jetzt, weiß ich selber nicht mehr. 1029. Aha, da kommt schon jemand. Ah, einen Kommunikationspartner haben wir schon. Gut, den Ton stecke ich jetzt nicht an, sonst kommt es zu einer riesen Rückkopplung da. Ja. Noch ein Teilnehmer, ich glaube bis zu 4 funktionieren in dem Chatroom. Einer kann es noch probieren. So, ich tue jetzt einmal da lokal den Ton ein bisschen lauter drehen. So. Vielleicht sagt der Helmut einmal was in sein Mikrofon. Kannst du mich hören? Ja, irgendwas höre ich. Ja, das war jetzt da. Aber irgendwie ist der Helmut eingefroren. Der Michael funktioniert. Ja, also ihn höre ich. Ne? Irgendwie da.
da ist irgendwas eingefroren. Also man sieht, es ist jetzt noch nicht so stabil und toll, wie man sich's vorstellt. Also ja, jetzt geht's wieder. Also es hat noch seine Haken und Ösen. Jetzt die Implementierung in den Browsern ist auch noch ziemlich neu. Aber im Prinzip sieht man, dass es schon funktioniert. Und solche Kinderkrankheiten, wie das jetzt da die Bilder einfrieren, werden hoffentlich in Zukunft von den Browserherstellern auch noch behoben werden. Also ich habe da den Verdacht, dass ihr Connection verloren habt zum Server. Inzwischen ist es da. Okay. Vielleicht kann ja. Das WLAN sein. Möglicherweise ist das WLAN, möglicherweise, ja. Wie gesagt, wir haben es. Wir haben es einmal über das Internet probiert mit dem Sven und das ist da auch sehr, sehr schwierig gewesen. Aber nicht nur bei meiner Installation, sondern wir haben auch dieses Palava TV ausprobiert, was ich da vorher einmal erwähnt habe. Da haben wir auch sehr viele Probleme gehabt. Also es hat noch Haken und Ösen, das Ganze, aber dass es funktioniert, sieht man schon und dass die Haken und Ösen hoffentlich in Zukunft verschwinden werden, wie sie Hoffnung haben wird. Ja, ich habe im Zuge meiner Vorbereitung auf den Vortrag gesagt, dieses Videochat ICB.at da gemacht. Habe jetzt nicht viel Mühe gegeben mit dem Design, aber da kann man jetzt zum Beispiel sich einen Benutzer-Account anmelden oder sagen, chatten ohne Login und deinen eigenen Chatroom aufmachen und das auch vielleicht mal zu Hause ausprobieren, ob man mit irgendwelchen Freunden, die irgendwo anders im Internet sitzen, chatten kann. Ja, Erfahrungsberichte, die immer gerne erwünscht, an peter.icb.at. Ja. Wo es irgendwas nicht geht oder wann es gut geht, einfach schreiben. Ja. Ja, im Prinzip ist, habe ich mich ziemlich genau an meine Zeit gehalten. Ich hoffe, ich habe einigen neue Erkenntnisse über Real-Time-Communication und über freie Videochats geben können. Vielleicht versucht sogar jemand, seinen eigenen Videochat-Server mit EasyRTC zu installieren. Gibt es Fragen? Ich möchte noch was ergänzen, wenn man dazu zwei Videokonferenz machen möchte. Cisco WebEx. Aha. Das ist ganz was Professionelles und eben kostenlos für zwei Teilnehmer. Aha. Wie buchstabiert er das? Wilhelm Emil Werther Emil Xaver. Xaver X. Wie? Xaver, WebEx. .com. Das ist halt von Cisco. So eine Geschichte. Aha. Und ist das sowas, was gratis zu benutzen, aber das nicht offen? Zwar, aber kein offenes Protokoll. Aber keine offenen Protokolle dahinter oder so. Das weiß ich nicht, weil wir machen da bei EU-Projekten machen wir solche Konferenzen. Aha. Okay, verstehe. Aber für ein Produkt, okay. Kann das Person durchaus. Das funktioniert gut, kann ja ein Bildschirm nur dran. Gut funktioniert stabil. Ja. Der damit lauscht. Da sorgt schon die NSA dafür, dass das alles stabil funktioniert, weil wenn es abbricht, kann man es nicht mehr abhören. Genau, können wir nicht. Gut, sonst noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wir machen jetzt dann 10 Minuten Pause.